Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Ungarn-Deutschen Magazin. Begleiten Sie uns. Pfingsten in Bol. Dieses Jahr zum ersten Mal zogen die örtlichen Schwaben und die Gäste aus Deutschland durch Bol. Bonharder Gedenken der Familie Perzel. Der Enkel von Béla Perzel, Dr. László Tomcsányi, war Gast der Bonharder Veranstaltung. Strudelfestival zu Pfingsten in Wadeseck. Festliches Pfingstprogramm, traditionelle und einzigartige Strudel. Ungarn-deutsche Auswahlmannschaft. Die Fußballspieler bereiten sich auf die Europäer vor. Dieses Jahr wurde von der deutschen Selbstverwaltung Bol zum 12. Mal das Pfingstfestival veranstaltet. Die Teilnehmer zogen von Erzsébet-Vigadó bis zum Batthyányplatz, begleitet von Pferdewagen und Musik. Im Laufe des Nachmittags traten die Boler Kindergartenkinder und Schüler auf, sowie der traditionspflegende Chor, die deutsche Nationalitätentanzgruppe aus Sulk, das Cresto-Duo, die Boler Tanzgruppe, der Boler gemischte Chor, die Akkordeonkapelle Bol und das Heroldsberger Vierschlösserorchester. Das Pfingstfest endete mit einem Straßenball am Abend. Az Erzsébet-Vigadónál gyülekeztek a népviseletbe öltözött óvodások, iskolások, zenészek, táncosok és a németországi testvértelepülés delegációja, hogy együtt vonuljanak a pünkösdi program helyszínére. A legkisebbek a feldíszített lovaskocsin tették meg a néhány száz méteres utat a Batthyányi térig. A bói német önkormányzat 12. alkalommal rendezte meg pünkösdi fesztiválját. Das ist jetzt das 12. Pfingstfest hier in Bol. Wir machen immer zu Pfingsten ein größeres Fest, weil das bei den Ungarndeutschen sehr beliebt ist. Die Ungarndeutschen haben überall hier in der Umgebung Pfingstfeste und wir machen auch diese Bräuche weiter. Dieses Jahr haben wir ein bisschen eine Neuigkeit mit reingenommen. Wir haben einen Umzug von der Erzsébet-Vigadó bis hier auf dem Batthyányi-Platz gemacht. Wir haben jetzt viele Gäste aus Heroldsberg da. Wir freuen uns sehr, dass unsere Freunde gekommen sind und mit uns feiern. Und deswegen dachten wir, wir machen jetzt ein bisschen was Neues auch zu unserem Pfingstfest. Pfingsten ist für die christliche Welt das größte Fest, ja, eines der größten Feste. Ja. Und in Bol sind auch ganz viele Christlichen, die Pfingsten dann wirklich für ein großes Fest halten. Und bei den Ungarndeutschen ist sowieso dieses christliche Fest sehr beliebt. Und in Bol wohnen auch ganz viele Ungarndeutsche, nicht nur echte Boier, sind auch viele hier reingezogen. Und diese Leute freuen sich, wenn wir Feste machen. Bol városa jó kapcsolatot ápol németországi testvértelepülésével, Heroldsberggel. A pünkösdi fesztiválra szép számmal érkeztek a testvérvárosból. Wir sind aus Heroldsberg. Heroldsberg ist eine Gemeinde in der Nähe von Nürnberg. Wir haben 8.800 Einwohner, heißen die Vier-Schlösser-Gemeinde, weil wir vier Schlösser auch haben. Zwischen Heroldsberg und Bol gibt es seit 15 Jahren eine Freundschaft und wir sind hier, um jetzt Pfingsten gemeinsam zu feiern, um auch die Freundschaft zu verstärken, sind mit einer Musikgruppe auch hier, um gemeinsam zu musizieren und dann auch ein Abschlusskonzert zu geben. Pfingsten gibt es bei uns kein Fest, sondern es ist eher ein kirchliches Fest. Bei uns das größte Fest ist ein Straßenfest, da wird die Hauptstraße gesperrt und da haben wir bis zu 15.000 Gäste an einem Tag mit unterschiedlichen Musikgruppen und unterschiedlichen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und die zweite große Veranstaltung ist eine Kirchweih, die im September stattfindet, wo dann ja auch so ein bisschen Bierfest, aber eigentlich geht es auf ein kirchliches Fest zurück. Aber wie gesagt, Pfingsten feiern wir nicht, eher Ostern und dann eben Weihnachten. Wir besuchen die Kinder schon in den Kindergarten, schon auf die deutsche Tradition zu lernen. Die Kinder lernen Deutsch im Kindergarten, natürlich in der Grundschule und viele Kinder sind Mitglied in
der Tanzgruppe und in der Musikschule spielen verschiedene Instrumente Musik. Also auf diesem Fest meine Hauptarbeit, Aufgabe ist, dass ich bei der Gastronomie helfe und ich begleite die Heroldsberger Gäste von Deutschland und natürlich beim Abendessen und helfe ich, dass das alles in Ordnung ist.